Moin Leute und willkommen bei Rollerfix. In diesem Video geht es um einen ganz wichtigen Punkt für all die, die noch bei Kälteeinbruch weiterfahren, nämlich den Reifendruck. Ganz wichtig ist es, jetzt zu dieser Jahreszeit den Reifendruck zu prüfen. Warum das wichtig ist, demonstriere ich hier mit dem Beispiel an dieser Flasche. In dieser Flasche ist jetzt warme Luft drin, genauso warm wie die Luft in den Reifen im Sommer. Sobald es draußen kälter wird, das demonstriere ich, indem ich die Flasche ins kalte Wasser eintauche, sinkt der Reifendruck. Die Reifen ziehen sich natürlich nicht zusammen, die Flasche ist aus weichem Material, deswegen zieht sie sich zusammen, aber ihr fahrt trotzdem halbplatte Reifen. Dabei steigt nicht nur der Spritverbrauch, auch das Fahrverhalten wird anders und vor allem die Lenkung kann sehr schwammig werden. Deswegen ganz wichtig, kontrolliert den Reifendruck regelmäßig, vor allem aber auch, wenn die Temperatur draußen sinkt. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ihr könnt natürlich selbstverständlich kostenlos meinen Kanal abonnieren, um weitere Tipps nicht zu verpassen. Und in diesem Sinne, tschüss und gute Fahrt.